Jo Leute, was geht ab? Hier ist Felddienst vom Tactical Suicide Clan. Ja, ich hoffe, euch hat das Video, was ich eben hochgeladen habe, beziehungsweise wenn das Video jetzt an diesem Tag kommt, dann vielleicht auch gestern, was gestern Abend hochgeladen wurde, gefallen. Das war eher so spontan entstanden und sollte auch nicht wirklich ernst genommen werden. Also, wie ihr seht, wir sind eine ziemlich kaputte Truppe. Und ja, im Hintergrund habe ich jetzt hier, wie ihr schon im Titel lesen konntet, eine klitzekleine, schnell erspielte Farmers Nuke. Was bei mir auch eher eine Rarität ist mittlerweile, weil das Game einfach nur noch suckt. Mit den ganzen Noob-Tubern und Hackern und was auch immer da für Hurensohn rumrennen. Aber das soll gar nicht das Thema sein. Hier, nicer Collateral. Wir haben geplant und Herwig hatte ja auch schon erwähnt, dass das mit Black Ops in Arbeit, Black Ops 2 in Arbeit ist, das Problem. Ja, also ich habe mir das so gedacht, das wissen jetzt die anderen glaube ich noch gar nicht. Ich habe mir gedacht, ich frage meinen Freund von mir, der auch schon abonniert hat und so, und der zockt auf dem PC und hat einen ziemlich harten Gaming-Laptop und ja, den habe ich einfach gefragt, ob der mal Bock hat, ein paar Clips bzw. ein paar Videos zu schicken, ein paar Gameplays. Die gibt er mir dann also von der Schule halt. Die gibt er mir dann demnächst. Dann hoffe ich nicht auf dem Speicherstick oder sowas mit. Und dann werde ich da ab und zu mal was kommentieren, aber das wird dann eben sehr off-topic sein, also sehr, sehr wenig zu Black Ops 2 selbst, weil da habe ich keine Ahnung von. Ich habe das nicht gespielt, ich habe mir auch doch, glaube ich, kein Video dazu angeguckt, außer jetzt so eine Faceclan-Montage oder sowas, wo sie wieder irgendwelche kranken Triple-Feeds mit Level 12 hitten. Das soll aber auch nicht wirklich das Thema sein. Ja, also eigentlich wollte ich mal das ansprechen, wie was aus MW2 jetzt eigentlich geworden ist, weil wenn ich mir das jetzt angucke, das ist wirklich eine Rarität, dieses Video, und ich habe auch wirklich Glück. Ich hätte zwar auch probieren können, so schnell wie ich durch war mit der Nuke, hätte ich eigentlich auch probieren können, auf Double Nuke zu gehen, aber weil ich gesehen habe, dass sie so schnell geiern auf das AC und des Weiteren eben auch der andere hier aus meinem Team auch sehr, sehr gut war, muss ich wirklich sagen. Er hat ja eben das AC, habt ihr ja eben gesehen. Habe ich mich dann entschlossen, haue ich das Ding sofort raus. Irgendwie fail. Habe ich mir beschlossen, haue ich das Ding einfach sofort raus und ja, von daher ist es eine schnelle Nuke geworden. Der Harrier macht auch schöne Arbeit. Das ist das Witzige gewesen. Der Harrier, der wurde irgendwie gar nicht runtergeschossen, aber das AC dann sofort gefühlt. Habe ich Glück gehabt, dass ich da den ganzen Multis gerissen habe, aber das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ja, also viel habe ich eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich werde jetzt demnächst mal gucken, dass ich da ein paar Commentaries kriege und ansonsten, wenn es halt nicht klappt, dann soll es halt nicht klappen. Dann habe ich auch immer noch genug. Dann werde ich, denke ich mal, was bisschen was von MW3 bringen, ein bisschen was von Black Ops und mich ab und zu mal vielleicht wieder in MW2 reinwagen, um dann wieder rumzuschreien. Mal sehen, seid gespannt. Und ja, ich weiß gar nicht, was soll ich jetzt noch so labern? Ich habe mir eigentlich kein konkretes Thema jetzt überlegt für das Video. Es sind halt ein paar Projekte geplant. Also nächstes Jahr. Ich weiß nicht genau, ob ihr es schon wusstet, aber ich werde es so machen, dass nächstes Jahr wurde jetzt rausgebracht, der Trailer zu GTA 5. Also ich werde dann definitiv nächstes Jahr ein Let's Play bringen, einfach weil das Spiel total bockt, beziehungsweise bocken wird. Ich habe mir GTA 4 ja auch letztes nochmal geholt, einfach nur so aus Fun. Boah, das war jetzt so eng hier. Hier kriege ich, glaube ich, den Nuke mit dem 5-fach-Multi, das war echt krass. Also, wenn ich den nicht gemacht hätte, weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Und naja, das Spiel ist hier jetzt eigentlich auch schon um. Direkt rausgeknüppelt, wie schon erwähnt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, die kurze Einlage hier, dann gebt einen Daumen nach oben. Und ich bin raus. Ciao.